Willkommen zum Anleihecheck mit Arthur Brunner von ICF Kursmakler. Herr Brunner, die Konjunkturdaten aus Deutschland und Frankreich, die haben ja die Erwartungen übertroffen. Ein Ende der Rezession in der EU wird ja bereits von vielen vorausgesagt. Zu Recht? EU-Wirtschafts- und Währungskommissar Olli Rehn hat heute meiner Meinung nach zu Recht gesagt, dass er noch keine voreiligen Aussagen hören möchte, dass die Rezession vorbei sei. Man ist auf einem guten Weg, das ist richtig, aber es auch seitens der EU-Kommission sieht man einen Ausstieg aus oder ein Ausscheiden aus der Rezession erst für das nächste Jahr. In diesem Jahr ist noch eine Konsolidierung angesagt. Man hofft auf ein gutes zweites halbes Jahr. Was wichtig ist, dass vor allem die Arbeitslosigkeit in den südeuropäischen Staaten zurückgeht, weil ohne dass sich hier eine nachhaltige Besserung zeigt, kann man noch nicht von einem Ende der Rezession sprechen. Aus Atlanta, schauen wir mal darauf, da kommen ja Äußerungen zur Fed-Politik. Noch in diesem Jahr sollen die Anleihekäufe zurückgefahren werden. Erwarten Sie denn bereits im September den Ausstieg nach den schlechten Zahlen zum privaten Konsum? Ja, die Konsumdaten waren nicht so schlecht. Wenn man jetzt die Autos außen vor lässt, waren sie sogar sehr gut. Also es war ein gemischtes Bild und auch eine Umfrage von Bloomberg und 48 Volkswirten hat doch ergeben, dass die Mehrheit der Volkswirte, zwar 65%, erwarten, dass die Fed jetzt im September mit dem Zurückfahren der Anleihekäufe beginnen wird. Es hängt natürlich noch von einigen Daten ab, wie heute auch aus Atlanta zu hören war. Der dortige Präsident der Fed braucht noch Daten. Er hat darauf verwiesen, dass noch es fehlen Daten bezüglich Arbeitslosigkeit, dann noch Inflation, die bis September zur nächsten Fed-Sitzung noch kommen können. Also der Ausgang ist offen, aber wahrscheinlich ist schon, dass die Fed im September anfangen wird. Eine große deutsche Zeitung, die titelt heute mit Inflation, die ist in Deutschland gestiegen. Wie problematisch sehen Sie diese ganze Thematik? Es bezieht sich halt auf die Nahrungsmittel. Natürlich ein kurzfristiger Ausreißer, was natürlich auch witterungsbedingt sein kann. Aber wir haben ja in der Kerninflation jetzt keine Probleme. Ich denke eher, dass es Stimmungsmache ist vor dem Wahlkampf. Der Bund, der zahlt ja jetzt wieder höhere Zinsen. Mit 1,8% liegt der Zins wieder auf dem Niveau von Februar 2012. Erwarten Sie ja weiter steigende Zinsen für Deutschland? Ich erwarte weiter steigende Zinsen. Es war natürlich in dieser Woche schon sehr drastisch, wie die Zinsen gestiegen sind, innerhalb von 3 Tagen um 10 Basispunkte. Das heißt von 1,7 auf 1,8 im 10-jährigen Bereich. Allerdings sagt der Markt, die Vorwärtssätze, dass er tatsächlich gehandelt wird, dass wir in einem Jahr bei den 10-Jahressätzen bei 2,07 liegen, was ein doch recht moderater Zinsanstieg ist. Aber in diesem Bereich 2 bis 2,25% rechne ich schon, dass wir im nächsten Jahr im 10-jährigen Bereich sein werden. Große Staatsfonds beispielsweise aus Norwegen oder auch aus Singapur, die ziehen ja ihr Kapital aus den Staatsanleihen ab. Sollten Privatanleger aktuell auch Staatspapiere meiden? Also meiden würde ich nicht sagen, weil auch für Privatanleger ist es immer noch eine Alternative, gerade Bundesanleihen als sichere Anlagen. Man braucht ja einen sicheren Stock und auch der norwegische Staatsfonds hat weiterhin oder auch der Staatsfonds von Singapur hat weiterhin natürlich Staatsanleihen auf den Büchern. Natürlich haben sie den Anteil verringert zugunsten Aktien, weil eben für diese Fonds auch etwas suspekt ist, dass doch die Notenbanken Japans, Großbritanniens und USA und jetzt auch die EZB mit ihren Forward-Guidance-Politik doch zu stark die Märkte beeinflusst und sie wollen sich nicht abhängig machen von den Notenbanken, deswegen schichten sie um. Aber für die Privatanleger sehe ich nach wie vor, auch Staatsanleihen gehören zu ihrem Anlagepotenzial ins Portfolio rein. Arthur Brunner, dann besten Dank für das Interview. Bitteschön. Und damit sind wir am Ende des heutigen Anleihecheck.